Über drei grüne Hügel schreitet ein mächtiger Eber aufwärts. Es ist das Wappen der Stadt Ebersberg. In seiner Bildsprache deutet es die Besonderheit der Lage und der Entstehung des Ortes. Es ist identisch mit dem Ortsnamen, der den Berg und den Eber, der bei der Entstehung des Ortes eine wichtige Rolle spielt, zum Inhalt hat. Wenn wir auf dem Weg nach Osten München seine Vororte und damit die oberbayerische Schotterebene hinter uns lassen, gewinnt die Landschaft langsam an Bewegung. Fast gleichzeitig taucht nach Zorndingen-Pöring im Norden ein dunkler Wald auf, der Ebersberger Forst, die Heimat unseres Ebers. Aber noch ein drittes bestimmt die Geschichte Ebersbergs, das Kloster. Bereits im 9. Jahrhundert wurde eine Kirche in Ebersberg geweiht und im Jahr 911 ließen sich die ersten Mönche hier nieder. Es waren Augustiner. Nach 100 Jahren schon wurden sie von den Benediktinern abgelöst. Nach der Reformation waren die Jesuiten hier und ab dem 18. Jahrhundert die Malteser. Die Klöster waren im ganzen christlich-europäischen Raum lange Jahrhunderte hindurch nicht nur Niederlassungen von Mönchen, sie hatten in aller Regel auch mehr oder weniger Grundbesitz, waren also Grundherren und damit ein wichtiger wirtschaftlicher, sozialer und politischer Faktor im Lande. Bis zum beginnenden 19. Jahrhundert ist deshalb die Geschichte des Klosters auch die Geschichte Ebersbergs. Wir werden dieser Tatsache auf Schritt und Tritt begegnen. Das Zentrum des Geschäftslebens und der Verwaltung unseres Ortes ist der Marienplatz. Im Rathaus amtiert der Bürgermeister und der Stadtrat. Das Gebäude aus dem Mittelalter dient in lange Jahrhunderte als Gasthaus für die vielen Wallfahrer, deren Ziel die Klosterkirche vom heiligen Sebastian war. Wie von selber geht der Schritt auf dem leicht fallenden Platz nach Osten. Geschäft reiht sich an Geschäft. Sie umrahmen den ruhenden Mittelpunkt der Mariensäule mit dem wasserspeienden Eber. Vier Linden umstehen die Säule und ein paar Bänke laden zum kurzen Verweilen ein. Vielleicht auch nur, um das vorzügliche Trinkwasser zu kosten. Es ist der Zusammenklang der Bauten und des Raumes, ihre Proportion, die uns an dieser Stelle den Gesamteindruck des behäbigen, weitläufigen Platzes vermittelt. Wo heute der ununterbrochene Strom des Verkehrs auf der Bundesstraße pulsiert, wurde vor Jahrhunderten schon gehandelt, gewogen, verpackt. Die Giebel sind teils noch die gleichen, höchstens, dass sie in der Barockzeit in die Reihe gebracht wurden, wodurch der großräumige, saalartige Eindruck des Platzes verstärkt wird. Kurz nach dem Marienplatz kommen wir zum ehemaligen Bauhof des Klosters aus dem 15. Jahrhundert. Oberhalb der Einfahrt ist das Wappen des Abtes sichtbar, unter dessen Herrschaft die weitläufigen Wirtschaftsgebäude errichtet wurden. Zu den markanten öffentlichen Gebäuden zählt die Kreissparkasse mit ihrer modernen Zentrale, das Landratsamt für den über die Stadt hinausgehenden Verwaltungsbezirk, das Finanzamt, das Amtsgericht und das Forstamt.
Aber was wäre Ebersberg ohne seine Kirchen? Die katholische mit ihrem 70 Meter hohen Turm, dessen Baubeginn ins 12. Jahrhundert zurückgeht, und die evangelische, die durch ihr originelles Gemeindehaus ergänzt wird. Hier Tradition, dort Neuzeit. Hier unternehmerische Großzügigkeit, sichtbar gemacht durch Fassadenmalereien. Dort allein der Zweckmäßigkeit untergeordnete moderne Geschäfte. Bahnhof endet sozusagen die Nabelschnur, die Ebersberg mit der Landeshauptstadt München verbindet, die S-Bahn. Nicht so, als ob Ebersberg nur mittels dieser Verbindung lebensfähig wäre. Das sicher nicht. Aber die schnelle Verbindung wird gern angenommen und insbesondere im Berufsverkehr geschätzt. Die Landschaftsformen in und um Ebersberg verdanken ihre Entstehung der letzten Eiszeit, die vor ungefähr 15.000 Jahren zu Ende ging. Die Alpen waren seinerzeit von riesigen Gletschern bedeckt. Gletscher fließen bekanntlich, wenn auch sehr langsam. Aber während sie sich langsam abwärts bewegen, nehmen sie den ausgewitterten Schutt von den Bergen mit ins Tal. Diese Ablagerungen an den Seiten und am Ende eines Gletschers nennt man Moränen. Diese Moränen bilden heute fast im ganzen Bereich vor den Alpen unsere so bewegte, liebliche Landschaft. Auch der Eckelburger See und die anschließende Kette von Weihern, die bis in das Stadtgebiet reichen, verdanken letztlich den Gletschern ihre Entstehung, wenn in diesem Fall der Mensch auch etwas nachgeholfen hat. Wir haben ja schon gehört, dass Ebersberg eine Klostersiedlung war und im Kalender der Mönche sind bekanntlich viele Fasttage vorgesehen. Die Not macht erfinderisch. Weil es in der Umgebung kein nennenswertes Gewässer gab, schuf man sich eines. Man staute den Lauf der kleinen Ebrach einige Male auf und erhielt so den Eckelburger See und anschließend einige Weiher den Lebensraum für diese notwendigen Fische. Daneben trieb das Gefälle des Wassers einige Mühlen an. Der Ackerbau hatte neben der Viehwirtschaft immer schon große Bedeutung bei uns. Und er hat es noch, auch wenn sich die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe wieder verändert. Der Zug der Zeit geht, wie vor 200 Jahren, wieder zum Großbetrieb. Der größte Teil dieser Betriebe hat seinen Sitz in den umliegenden Dörfern, die seit einem Vierteljahrhundert verwaltungsmäßig zur Gemeinde Ebersberg gehören, so wie hier beispielsweise Oberndorf. Generationenlang ein eigenständiges Dorf, eigene Pfarrei, hat es sich auch heute noch seinen Charakter als selbstbewusstes Gemeinwesen erhalten.
Ja, man denkt da auch. Was ein richtiges Dorf ist in Bayern, das hat auch seinen Maibaum. Mitunter sind es wahre Baumriesen, die hier nach einem alten Brauch aufgestellt werden. Nur die Muskelkraft der Männer und Burschen und das geschickte Hantieren mit den Stützstangen, den sogenannten Schweibeln, ist hier gefragt. Ohne Rinde muss der Baum sein, damit sich nicht Hexen oder andere böse Geister darunter verstecken können. Und weiß-blau angemalt muss er sein, mit den bayerischen Landesfarben. Das Aufstellen des Baumes ist ein Anlass zu einer großen Feier mit Bier und Blasmusik. Traditionellen Festen im Frühjahr gehört auch die Einführung der katholischen Kinder in das Sakrament des Altars, in die heilige Kommunion. Die Mädchen mit langen weißen Kleidern, die Buben in den ersten kompletten Anzügen, so gehen sie mit einer großen weißen Kerze in der Hand in den Gottesdienst, in welchem sie erstmals Christi Leib in Gestalt des Brotes empfangen. Am 20.06. werden vielfach im Land Johannisfeuer abgebrannt. Die Sommersonnenwende mit einem großen Feuer zu feiern, ist ein Brauch aus der vorchristlichen Zeit. In Ebersberg wird von überall her Holz auf die Ludwigshöhe gebracht, auf der auch der Aussichtsturm steht. Am Abend des 20. ziehen dann die Vereine, die Schulkinder mit Fackeln und die Bürger in Begleitung des Spielmannszuges mit Trommeln und Fanfaren hinauf, um das Feuer anzuzünden, zu singen, zu tanzen und Brotzeit zu machen. Wie das in Bayern bei vielerlei Anlässen der Brauch ist. Einen ganz alten Brauch zu pflegen, nämlich den längsten Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, zu begehen und gemeinsam miteinander zu feiern. Der Sommer ist die hohe Zeit des Jahres, für den verstädterten Menschen aber, insbesondere für die Jugend, ist es die Zeit des Urlaubs, der Ferien.
Seit Jahrzehnten bietet Ebersberg mit seinem Jugendherberge den nicht besonders begüterten Burschen und Mädchen eine preiswerte Unterkunft. Hier begegnen sich junge Menschen, nicht nur aus Deutschland, machen Ausflüge miteinander und wenn es bloß ins Hallenbad ist, bei schlechtem Wetter. Freibad am Klostersee, mitten im Ort, das allen Bürgern kostenlos zur Verfügung steht, ist hingegen für die warmen Tage ein besonderes Vergnügen. Am Abend kann man dann einen der Biergärten aufsuchen, um sich dort mit einer handfesten Brotzeit und einem Bier die nötige Bettschwere zu holen. Das heißt, bei einem Bier wird es allerdings an einem schönen Sommerabend nicht bleiben. Das Angebot ist groß. Normalerweise trinkt man zwar heutzutage ein helles, man sollte aber auch das Dunkle probieren oder ein Weißbier, das man paradoxerweise auch als dunkles Weißbier haben kann. Ein alkoholfreies oder bei Gelegenheit ein Starkbier mit so klangvollen Namen wie Salvator, Triumphator, Animator oder wie sie alle heißen. Das nördliche Gebiet der Gemeinde Ebersberg reicht weit in den sogenannten Ebersberger Forst hinein. Ein geschlossenes Waldgebiet mit einer Größe von rund 90 Quadratkilometern. Die besondere Bedeutung des Forstes wird durch die Errichtung eines speziellen Museums unterstrichen. Hier sollen einmal die geschichtliche, die wirtschaftliche und die kulturelle Bedeutung des Waldes durch einzelne Exponate sichtbar gemacht werden. Eine Rarität ersten Ranges ist dabei die Holzbibliothek. Es sind das Holzkästchen, die in Buchform gestaltet sind. Aus jeder Holzart wurde ein eigenes Buch geschaffen. Der Rücken des Buches besteht aus der jeweiligen Rinde. Im Innern werden Blüten, Blätter und Früchte nebst den charakteristischen Schädlingen des Baumes aufbewahrt. Schöpfer dieses 143-bändigen Werkes war der Botaniker und Forstbiologe Pater Candid Huber, der 1764 in Ebersberg geboren wurde. Ebersberg liegt in einer der bevorzugtesten Landschaften Deutschlands, in Oberbayern. Hinzu kommt der Einflussbereich der Landeshauptstadt München. Beides trägt zu einer ständigen Aufwärtsentwicklung unseres Ortes bei, die sich insbesondere an der Einwohnerzahl ablesen lässt. 1931 hatte Ebersberg 2574 Bürger. 1950 waren es bereits 4066 und 1997 schließlich an die 10.500. Das bedeutet aber auch, dass Ebersberg buchstäblich eine junge Stadt ist. Ein Großteil der Bevölkerung besteht aus Kindern und Jugendlichen. Es gibt drei Kindergärten, ein vierter ist geplant, eine Grund- und eine Hauptschule, eine Realschule, zwei Berufsschulen und zusammen mit der Nachbarstadt Grafing dort ein Gymnasium. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Reihe von Kinderspielplätzen, Sportplätzen, einen Abenteuerspielplatz und nicht zuletzt ein von den Jugendlichen selbst verwaltetes Jugendzentrum. Das ist voll da. Na, wir kommen her. Was? Was?
den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde gehört auch eine Bücherei, eine großzügige Bibliothek für Jung und Alt. Die stattliche Zahl von mehr als 100.000 Ausleihungen im Jahr unterstreicht die ausgezeichnete Akzeptanz. Das Krankenhaus ist mit seinen rund 350 Betten für die Wiederherstellung der Gesundheit der Bürger da. Es deckt einen großen Bereich der klinischen Medizin ab, angefangen von der Gynäkologie über die innere Medizin bis hin zur Chirurgie. Es wird jetzt an die 100 Jahre her sein, da hat man sich bei uns in Bayern wieder auf die schönen alten Volkstracht besonnen, die im Zuge der Industrialisierung und Verstädterung zu verschwinden drohten. Heute haben sich etwa 130.000 Frauen und Männer in Vereinen organisiert, die sich der Erhaltung und Erneuerung der Kleidung ihrer Vorfahren verschrieben haben. Doch die Trachtler beschränken sich nicht nur auf die Traditionen der Kleidung, sie pflegen genauso die Volksmusik und den Volkstanz. Gerade bei einem Fest, bei dem die Anhänger des Brauchtums aus nah und fern zusammenkommen, wird das Althergebrachte wieder sichtbar gemacht. Ein Ereignis ganz anderer Art ist das jährlich im August wiederkehrende Volksfest mit kommerziellen Schaustellern. Vorwiegend die Jugender, die ihren Spaß an den Belustigungen aller Art, an Karussells, Schaukeln, Schießständen, Kasperltheater. Die ältere Generation hingegen bevorzugt mehr die leiblichen Genüsse, die hier frisch vom Grill und frisch vom Fass angeboten werden. Bei Blasmusik sitzt man unter Kastanienbäumen im Freien oder bei ungünstigem Wetter in der Halle und freut sich des Lebens. Die kleineren Kinder vergnügen sich am Zirkus, bei welchem sie selber mitwirken dürfen. Sie amüsieren sich an der ungewohnten Atmosphäre, den ungewohnten Spielen. Und wenn sich zwei gegenseitig einen Eimer Wasser über den Kopf schütten, ist bei den trockenen Zuschauern der Spaß am größten. An den fallenden Blättern, den kürzer werdenden Tagen, der kühleren Luft spürt der Mensch, die hohe Zeit des Jahres ist vorüber. Das nach außen gekehrte Leben, die manchmal überschwängliche Freude, wendet sich langsam nach innen. Man besinnt sich auf sein Herkommen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, o Herr?
und betet vielleicht einen Kreuzweg mit, die ganzen 14 Stationen, die unser Herr Jesus Christus auf seinem Leidensweg nach Golgatha durchschritten hat. Wir wenden uns jetzt der katholischen Pfarrkirche zu, die dem heiligen Sebastian zum Patron hat. Durch die Vorhalle, die aus dem späten 12. Jahrhundert stammt, betreten wir den eigentlichen Kirchenraum. Hier steht zu Beginn das Hochgrab des Stifter-Ehepaars aus rotem Untersberger Marmor, eines der schönsten mittelalterlichen Grabmäler Bayerns. Auf der Deckplatte sieht man Graf Ulrich und seine Gemahlin Ricardis, wie sie ein Modell der Kirche der Mutter Gottes darbringen. Und dann stehen wir in der Halle, überwältigend in ihren Proportionen, hell, klar, zurückhaltend stuckiert, festlich bemalt. Ein lichterfüllter, himmelhochstrebender gotischer Raum, kostbar wie ein Fürstensaal. Bei weitem reicher in seinem schwerbarocken Stuck ist die Sebastianskapelle in der ehemaligen Klosterbibliothek. Hier steht das herrliche Reliquiar in der Mitte des Altars, eine fast lebensgroße silberne Büste, welche die Hirnschale des Heiligen enthält, seit Jahrhunderten der Anlass für die zahlreiche Wallfahrt. Ihrer Kriege. Tun wir genug, um in der Zukunft gewaltsame Auseinandersetzungen zu vermeiden? In diesem Sinne ist die Allee, die vom Klostersee zur Ludwigshöhe führt, ein Denkmal ganz besonderer Art. Für jeden der 76 jungen Ebersberger, die im Ersten Weltkrieg in gutem Glauben ihr Leben ließen, wurde eine Linde gepflanzt. Und an jedem dieser Bäume eine Tafel mit den persönlichen Daten des jungen Soldaten angebracht. Eine immerwährende Erinnerung an die Not eines Krieges. Auf Schritt und Tritt begleiten den Wanderer so die Leidenswege dieser Generation. Allerheiligen am 1. November ist der Tag des Gedenkens an alle Verstorbenen. Die Gräber werden besonders geschmückt und auf den Friedhöfen finden sich die Familien wieder vollzählig zusammen, die Lebenden mit den Toten. Mit einer dichten, weichen Decke richtet sich die Natur für die stille, ruhige Zeit des Jahres ein. Es ist, als ob Stadt und Land langsam das Festgewand für die höchsten Feiertage des Jahres, Weihnachten, anlegen würden. Manchmal aber schneit es auch schon von November an und Eis und Schnee bestimmen für lange Zeit den Ablauf der Tage, die immer kürzer werden. Der Lebensrhythmus verlangsamt sich, das Leben verlagert sich mehr und mehr in die geheizten Stuben. Nur die Jugend findet zu jeder Jahreszeit ihre Freude und ihren Spaß an der Bewegung, an der frischen Luft. Am Waldsportpark hat ein findiger Bürger die Möglichkeit für einen Skilift entdeckt und seither trainiert mit seiner Hilfe der Nachwuchs für Skiläufer, Rodler und Skispringer.
Vom Fasching spürt man in der Öffentlichkeit in Ebersberg nicht viel. Die Maskenbälle und andere Tanzfeste finden im Saale statt. Nur gegen Ende der närrischen Zeit verlagern sich die Aktivitäten auch auf die Straße. Am letzten Tag des Faschings vor Beginn der Fastenzeit raffen sich die Gaudi-Recken Ebersberg mit einer großen Anstrengung zu einem Faschingszug auf. Mit viel Fantasie werden die lokalen Ereignisse des vergangenen Jahres aufs Korn genommen und karikiert oder auch bekannte Persönlichkeiten durch den Kakao gezogen. Für die Bevölkerung, die teils von weit her durch dieses Ereignis angezogen wird, ist das ein Hauptspaß. Die Kinder aber werden mit Bonbons und Schokolade bei Laune gehalten. Manches Experiment fällt dabei dem interessierten Auge auf. Ein Solarhaus zum Beispiel, das allein mit der Kraft der Sonne beheizt werden sollte. Ein anderes, das in seiner Konzeption nicht ganz so hoch greift, aber doch auch die Sonnenstrahlung und die Erdwärme in Energie umsetzt. Mitunter plätschert auch ein Brunnen im Stadtgebiet oder es sucht ein Kunstwerk die Aufmerksamkeit des Besuchers. Wer mit offenen Augen durch den Ort geht, findet Bemerkenswertes genug, um mehr als nur kurze Zeit zu verweilen. Dinge, die sich nur dem Tempo eines Fußgängers erschließen. Dabei werden mitunter auch die Nahtstellen zu der noch gar nicht so lange zurückliegenden dörflichen Vergangenheit sichtbar. Damit schließt sich der Kreis. Luft zum Atmen, Raum zum Leben, Ebersberg.